Liebe Eishockey-Freunde, herzlich willkommen zu unserem Zusammenschnitt von der Partie von letzten Freitag. Stuttgarter EC gegen EV Ravensburg. 5 Niederlagen und nur 3 Punkte lautet die traurige Bilanz der letzten 6 Spiele unserer Rebels. Ravensburg hoch motiviert, denn mit einem Sieg wären sie wieder in den sicheren Playoff-Plätzen. Aber seht selbst. In der 5. Spielminute gab es die erste Strafe dieser Partie und zwar gegen Ravensburg. Die Nummer 69, Leon Donner, 2 Strafminuten wegen Ellbogencheck. Die Rebels starteten hervorragend ins Powerplay und nach etwas mehr als einer Minute Überzahl war es dann soweit. Mauch auf Abert und Abert auf Lutz Kästle und der netzte zum 1:0 ein. Mal wieder ein echtes Kästle-Tor. Als Stadionsprecher war ich noch nicht fertig mit der Ansage und schon gab es die nächste Glocke für Ravensburg. Erneut Mauch auf Abert und Abert dieses Mal auf die 74, Patrick Eisele und der zum 2:0. In der 15. Spielminute gab es dann 2 Strafminuten gegen Tim Becker wegen Ellbogencheck. Aus unserer Sicht nicht ganz nachvollziehbar, denn wir sehen keinen Ellbogen im Einsatz. Knapp 2 Minuten vor Ende des ersten Drittels gab es die nächste Strafe gegen Stuttgart. Die Nummer 18, Maximilian Strehle, 2 Strafminuten wegen Beinstellen. Wir springen in die 26. Spielminute. Zunächst gab es 2 Strafminuten wegen Zeitverzögerung gegen Ravensburgs Goalie David Heckenberger. Und knapp 20 Sekunden später, hier eingeblendet, gegen Simon Heckenberger, 2 Strafminuten wegen Beinstellen. Wieder war es ein hervorragendes Powerplay der Rebels. Und in der 28. Spielminute dann Beckert auf Hudak und Hudak auf Lukas Willer und der zum 3:0. In der 31. Spielminute gab es die 7. Strafe in dieser Partie. Diesmal gegen Ravensburg, die Nummer 87, Leon Daldusch, 2 Strafminuten wegen Behinderung. 2,5 Minuten vor Ende des 2. Drittels verkürzte Ravensburg zum 3:1. Rodriguez, Sekula und Kirsch zum Tor. Es waren 6 Minuten im 3. Drittel gespielt, als Stuttgarts 13 Michael Barko 2 Strafminuten wegen Behinderung erhielt. Zum Glück der Rebels stellten sich die Ravensburger nicht so geschickt beim Powerplay an und somit blieb es beim 3:1. Die 55. Spielminute und es gab 2 Strafminuten gegen Stockschlag gegen die Nummer 7 der Rebels Miroslav Hudak. Im Vergleich der folgenden Szenen, die nicht geahndet wurden, jedoch relativ kleinlich. Mit dem Schlusspfiff gab es dann noch einen kleinen Emotionsausbruch, der jedoch ohne Folgen für beide Teams blieb. Am Ende blieb es dann beim verdienten 3:1 für die Stuttgart Rebels. Sicherlich auch eine Wiedergutmachung für die Pleite beim letzten Heimspiel gegen Maddox. 2 Heimspiele verbleiben den Rebels noch, um diese Leistung erneut abzurufen. Am 8.2. um 20 Uhr gegen 2 Brücken und dann am 16.2. Achtung, ein Samstag um 19 Uhr gegen Bietigheim. Tickets bekommt ihr wie immer unter www.rebels-tickets.de. An dieser Stelle wie immer, macht's gut, euer Olaf.